Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Kennt ihr FaceApp? Das ist die neue Android- oder auch Apple-App, mit der ihr Gesichter fotografieren könnt und die dann schöner machen könnt, beziehungsweise auch hässlicher. Ihr könnt sie älter machen, ihr könnt sie jünger machen, ihr könnt sie schöner machen und ihr könnt sogar ein Lächeln hineinzaubern. Die App, die ist ganz witzig, die will ich euch hier mal zeigen, also dranbleiben. Funktioniert im Grunde sehr einfach und wirklich autodidaktisch quasi. Ihr geht einfach nur in die App rein, macht ein Foto von euch. Ich lächle mal absichtlich nicht auf dem Foto, denn wir können anschließend ja auch noch ein Lächeln hineinzaubern. So, und dann gucke ich hier mal in die Kamera. Jetzt müssen wir kurz eben warten, bis das Foto quasi fertiggestellt ist hier in der App. Und dann sehen wir, wie ich da nun wirklich nicht sehr nett lächle. Aber genau das können wir jetzt ändern, wenn wir hier zum Beispiel dieses Smile 2 öffnen. Und dann seht ihr, habe ich ein perfektes, strahlendes Lächeln. Ihr könnt auch noch das Smile 1 quasi benutzen. Das sieht ein bisschen unecht aus. Ich finde, das Smile 2 sieht auf jeden Fall echt aus, als hätte ich wirklich gelächelt. Und ihr könnt jetzt euch auch noch schöner machen. Da könnt ihr hier auf dieses Spark drücken, dann werdet ihr gesparkelt. Dann habt ihr weniger Falten hier um die Augen. Natürlich lächle ich jetzt nicht. Ihr könntet dafür natürlich wieder ein Foto nehmen, auf dem ihr lächelt. Und dann werdet ihr da schöner gemacht. Was besonders cool ist, ist hier die Funktion mit dem Old and Young. Da könnt ihr, wenn ihr hier auf Old drückt, sehen, wie ihr als alte Person aussehen wird. Und das ist, naja gut, ich meine, auf dem Foto bin ich ungefähr 70 Jahre alt. Ich glaube, da kann ich damit leben, dass ich dann so aussehe. Sieht ja noch ganz nett aus quasi. Und man kann dann auch hier gucken, wie man als ganz, als ganz junge Person aussieht oder wie man als Frau tatsächlich aussehen würde. Oh, guck mal, oh, Beauty, Beauty. Alter Schwede, das ist besonders hübsch. Ja, das ist besonders hübsch. So, und wie ich als Junge aussehe, welche Überraschung, das ist quasi im Original. Man kann dann auch noch eine Collage machen und verschiedene Fotos dazu packen. Und das Ganze kann man dann anschließend auch zum Beispiel auf Facebook als Profilbild posten. Passt also wirklich super ins Konzept. Die App ist wirklich witzig, fand ich. Und viele benutzen die schon. Also ich sehe jetzt immer öfter bei Facebook auch, dass dieses Profilbild geändert wird auf die Face-App. Wenn ihr das Ganze übrigens ohne das Wasserzeichen unten rechts haben wollt, dann müsst ihr hier unter Details die Pro-Version kaufen. Das geht natürlich auch. Aber das meiste geht tatsächlich sogar schon so in dieser kostenlosen Version. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden, dann sehen die auch, was wir hier so machen. Und schreibt mir mal in die Beschreibung, wie ihr das Programm findet und schreibt mir vielleicht auch mal in die Beschreibung, ob ihr eine App habt, die auch super ist, die ich unbedingt mal ausprobieren soll. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Beteiligung und freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!